Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hand Showdown. Wieder mit Skulder an meiner Seite und ja, das war ganz schön schnell. Jetzt muss ich mich holen. Hallöchen. So. Erstmal zu Null. Erstmal geradeaus und los geht's. Jo. So. Wir haben jetzt beide keine Schrotflinte, ne? Für einen Schlechter. Ja, Schrotflinte haben wir nicht, aber gut. Die Frau. Am besten ist das Kill, ne? Nee, ich habe auch keine Wurfmesser oder sowas. Also. Nö. Lol, bei mir hat das gerade extreme Verzögerung gespielt. Discord hat gerade leichte Probleme, merke ich gerade. Okay. Discord ruckelt gerade ein bisschen. Hä, hey, waren wir hier schon mal? Irgendwie kenne ich die Gegend gerade gar nicht. Ah, das klingt wieder besser. Sollen wir hier aufmachen oder? Ja, komm mal auf. Ach, ich habe ja Fächer, ne? Ich laufe mal mit der Pistole im Haus rum. Und habe ich eigentlich auch Fächer nicht genutzt? Nein, habe ich nicht. Shit. Ich habe gerade. F. Halten. Das war gerade irgendwie. Ach, das ist wieder draußen. Boah, ich mag sowieso überhaupt nicht, wenn ich das Ding nicht finde. Ach doch, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Da, wo du so eine geile Runde hattest, das weiß ich noch. Haben wir auch auf unserem Kanal, also diese Folge ist oben, wo er so eine geile Runde hatte, das Skull. Müsste man halt noch wissen, welche Runde das ist. Hoppala, das ist gar nicht mehr so lang her eigentlich. Ja, auf meinem Kanal wahrscheinlich schon ein bisschen länger, oder? Ja, auf deinem vielleicht schon. So. Wo ist das nächste? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach doch, da. Wieder auf Null. Einfach weiter. Ja. Ach, verdammt. Wieder auf Null, oder? Ja. Ja? Ja. Hacker, zack. Oh, da ist noch ein Viech. Was, wo? Ja, ich bin schon da. Bin schon da, alles gut. Gehört mir. Ah, da läuft. Hab ich's erwischt? Nein. Der ist einfach nur vorbeigelaufen wieder. Die Bitch. Sowas sagt man nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, das Video ist nicht für Kinder, also. Ah, das stimmt. Mal auf Parkour. Ist das Spiel eigentlich ab 16 oder 18? Ich glaube 16, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 16, ich weil das eigentlich ja, also 8, das 18 Mythos ist nicht. Ich finde es eigentlich relativ interessant. Spiele. Wenn du auf Steam kaufst, da merkst du eigentlich gar nicht richtig, welche Altersbeschränkung das Spiel hat. Früher im Laden, klar, immer USK oder ja. FSK, je nachdem, ob Filme oder Spiele es sind. Jedes Mal voll fett, konntest du nicht kaufen oder schon. Steam. Du kaufst einfach. Du fragst gar nicht danach. Ne? Na gut, das geht halt nur, weil du ja im Konto angibst eigentlich. Und du könntest ja nicht bezahlen über PayPal oder sowas, wenn du ja nicht 18 wärst, also ich glaube, da tun sie sich ja dadurch irgendwie schon absichern, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das lässt sich schon leicht hintergehen, oder? Ja, klar, wenn du die Daten von deinen Eltern oder was eintippst oder sowas. Oh. Wow. Ach Gott, sag das Aufladen! Lol, der hat mich erwischt, obwohl... Da oben ist ein Fetter. Das ist nicht so geil. Das ist jetzt echt doof. Und vor allem, der verfolgt mich voll, danke dir. Einer muss den weglocken ja, und einer geht die Treppe hoch oder so. Hallo, hier bin ich. Come to me. Oh, oh. Ah! Ja, toll, das brennt da vor sich hin. Ich hab auch schon daneben geschlagen. Scheiße. Ah, perfekt. Spawnen wir ja, eigentlich nach den kleinen Kackdinger? Ja. Hier, komm her. Oh nein, oh, shit. Ich bin ein Idiot. Nein, der hätte es hochklettern sollen. Nein. Aber er ist unten, oder? Ja, sehr gut, lauf einfach weiter. Ah! Nein, wieso läuft er wieder hoch? So ein Mongo. Jetzt aber, komm, lauf die Leiter hoch. Er kommt runter. Der brennt! Alter, wenn wir jetzt hier sterben. Ich schwöre bei Gott, Alter, das ist so... Jetzt, ich komme hoch. Ja, ja. Wow. Aua, der hat mich erwischt. Befolgt dich. Ich muss kurz Blutung stoppen. Hast du's?
Ja. Wo sie denn gut passt. Hier wäre ganz nice, wenn hier irgendwo Leben wäre. Das wäre mega fett. Haben wir eigentlich schon Schüsse gehört? Ja, die ganze Zeit gerade. Ist mir gar nicht. Ah, ich hab daneben geschlagen! Lauf nicht so gut. Ne, naja, vielleicht stirbt er ja nach. Oh, das machen wir. Also, Leben wäre schon richtig nice, ne? Such mal mit kurz. Lol, der ist jetzt am Feuer gestorben. Ja, endlich, Alter. Alles klar. Ja, hier oben oder sowas wird doch hier bestimmt. Ich finde auch kein Leben. Ah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Hier ist Muni. Wir haben noch nicht geschossen. Bist Alter, hier muss doch rein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ach, da bist du. Oh, das gibt's doch nicht, dass ich kein Leben finde, ehrlich. Ich überlege gerade echt, ob ich mich einfach nur heile. Weil es fast sicherer, ne? Weil ich habe große Balken auch noch. Es fehlt mir ein großer Balken. Oh, na gut. Wo ist denn der nächste Hinweis? Da, auf 90. 90 ist... Ah, ist fort wieder. Und es ist ein ganz... Schüsse, nee, ich heil mich schnell. Bin mir, glaube ich, gerade sicherer. Ja, sicher. Wetten, jetzt gehe ich raus und sehe... Das erste, was ich sehe, ist da ein Verbandskasten. Standardmäßig. So, okay, gehen wir weiter. Gehen wir gleich da raus? Ja. Achso, da meinst du? Ja gut, ich wäre jetzt woanders rausgegangen. Egal. Ja. Da geradeaus, oder? Oh, ein Item. Yeah, was habe ich denn bekommen? Moment, Schwarmbombe. Eine Erstickungsbombe. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schon hatte und nicht. Hast du gesehen? Ja, ich habe schon meine Schwarmbombe weggeworfen. Die ist voll kacke, ich mach die überhaupt nicht. Ja, damit schädige ich mich immer selber. Ja, ich eigentlich auch. Letztes Mal haben die auch... Warte, ich hab eine Gegend geschützt im Moment. Ich glaube, das habe ich sogar auch. Ne, ich habe eine Ausdauer. Lol, ich hab's dir reingehauen, glaube ich. Nee, was? Doch nicht. Nee. Nee, alles gut. Lol, das sind zwei Frauen. Ja, dann hol sie dir. Hol sie dir, Tiger. Ja, du lebst doch. Was? Das müssen wir ein bisschen aufpatt. Schon wieder das Fort, Alter. Ich weiß, die letzte Folge noch. Die letzte Runde, die war ja schon so. Ey, die Hunde, ehrlich. Fuck. Ja, es hilft nichts, ne? Alter, es sind gerade so wenn viele. Wenn man nicht schießt. Oh, das sind mehrere. Au! Scheiße. Hab alle. Oh, danke schön. Aber ich hab mich ganz erwischt. Ah, mein zweiter Stich ist daneben gegangen. Kacke. So, ich muss kurz warten, bis ich geheilt bin. Von alleine. Oh, da kommen... Ja, für die müsstest du dich kurz kümmern, vielleicht. Oder da kommen viel zu viele Leute. Ja, Alter. Voll viele, Alter. Die verzögern sich gerade mit dem Sterben. Ja, verzögert sich dein Sterben nicht, oder wie? Nee, noch nicht. So, sollen wir direkt ins Fort, oder? Meinst du, da sind welche drin? Sehen wir eigentlich, ja? Lass es uns herausfinden. Boah, genau beim Tor, Alter. Beim Eisentor. Links von dir, egal. Sollen wir da rein? Ach, was soll's, Alter? Ah, nee, das ist ein Fetter. Ach, verdammt. Na ja, gut, dann außenrum. Oder da, ne, komm da rein. Ah, wir sind gerade so ein bisschen unvorsichtig gefühlt. Ja, voll. Hä, sag mal, bin ich bescheuert? Was das, Maria? Da waren so viele Eingänge, das weiß ich noch. Ja, da rechts rum jetzt gleich. Ah ja, da. Und dann da gleich rechts, ne? Das weiß ich noch. Hier. Ah, oh, da sind wir wieder bei unserer... Jetzt kenne ich mich aus. So, wo ist... Ach, da hinten ist der Hinweis. Ach, der ist wieder in der Hütte drin wahrscheinlich. Ja, das sind zwei Hinweise hier, aber...
Ja, gut. Alter, sag mal, wie viele Viecher hier sind, das ist echt übel. Oh. So. Boah, ich dachte gerade, da oben ist ein Gegner, aber das ist nur... Die Schüsse sind relativ weit weg, oder? Mhm. Oh, nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Lol, wie der weggeflogen ist. Was? Ja. Oh, Alter. Ich muss die Blutung kurz stoppen, er hat mich erwischt. Hier war noch keiner. Das ist gut, sehr gut. Oh, hier ist Leben. Hier, hier. Oh, ja. So. Hä? So, wo ist denn der? Lol. Ich dachte echt, dass es hier ist. Okay. Nee, dann hätten wir ja dieses Ding gehabt. Stimmt, dieses, ja. Diesen Hinweis. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das vergesse ich immer. Das ist so neu, damit komme ich nicht klar. Oh, Gott, was? Das will halt. Ich streng mich in der Runde so. Lol. Was ist denn der? Ah! Kommt der her? Ein Schlag in die Fresse, das tut einfach mal gut. Lalali, lalalu, einfach lalala. In die Fresse rein. Oh, perfekt. Das ging ganz schön Rambo-mäßig. Ja, voll, Alter. Runde. Holy moly. Voll unvorsichtig eigentlich. Ach, komm mal. Aber wir haben noch nicht geschossen. Haben sogar zwei Hundebegegnungen eigentlich gut überstanden. Das stimmt, ja. Ja, weil wir jetzt eine Taktik rausgefunden haben, wie wir die Hunde gut besiegen können. Perfekt. Perfekt. Ja, da ist nochmal ein fetter Ding. Wo? Da rechts. Bayonett, Angriff. Wo ist er denn? Wann bist du? Ach, perfekt. Perfekt. Ich sehe schon plötzlich stehen so willkürlich Leute vor uns. Oh Gott, das ist... Ah! Lol, ich war gerade in der Map drin, ne? Ah, warum haust du mich? Tutest du? Nee, Gott sei Dank nicht. Das wäre so knapp, weil ich hatte... Aber du hast Leben verloren, ne? Ja. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja Leben durch ihn verloren. Da hast du mich erwischt und ich glaube, da habe ich nichts verloren. Weil sonst... Ja, aber es muss sonst... eigentlich Friendly Fire geben. Ja, ja, aber vielleicht irgendwie so, keine ja. Ahnung. So. Jetzt sind wir drin. Aber ist das eigentlich dann auch rot, wenn wir reingehen und es sind schon welche drin? Oder ist es nur rot, wenn du drin bist und es Leute reingehen? Nee, normalerweise müssten wir es acht kriegen, dass wir wissen, Glück gesagt, dass da Camper drin sind eigentlich, oder? Eigentlich schon, ne? Und das lebt eigentlich noch die ganzen Viecher und sowas, also... Hey! Aha! Reichweitenvorteil. Jetzt! Oh, oh! Leute, ich kenne mich hier gar nicht aus. Nein, ich brenne! Warum bist du nicht mit mir mitgegangen? Ich dachte, du bist, machst den links neben mir! Aua, 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 aua! Oh, das war jetzt richtig schlecht. Boah, ich dachte, du bist neben mir und machst den links neben mir. Aber wir müssen jetzt vielleicht mal ein bisschen leise. leise sein und ich laufe erstmal. Oh nein. Weil ich weiß nicht. Bayonett. Bin da. Ich laufe nicht in die Dose. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht hier so ein bisschen. Oh, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen hören, ob die auch Nahkampf machen. Oder Hunde oder. Aha. Boah, ich bin gerade. Jetzt bin ich angespannt. Jetzt die ganze voll die Action und jetzt hocken wir einfach beide da. Das passt gerade nicht zusammen, ja. Das ist nicht schlecht. Ich weiß gerade nicht, ob. Oh Mann, ich mach bei jedem Monster denke ich, dass das andere Spieler sind gerade. Die werden aber auch vorsichtig. Weiß nicht, wo sie hier ist irgendwie. Aber die waren jetzt ja, richtig, also die waren fast, also dafür, dass wir, ey, wir haben echt schnell jetzt die Hinweise eigentlich runtergerattert, ne? Die waren auch schnell, ne? Also die müssen schon in der Nähe gewesen sein. Nee, hallo, wir haben jetzt eine Viertelstunde gebraucht, ne? Ja, obwohl wir so durchgerannt sind. Krasse Shit. Gefühl war das jetzt voll lange. Voll kurz, meine ich. Nee. Also ich mir, ja, es ging eigentlich. Ja, wir waren halt im großen Gebiet, darum wundert es mich, dass die Spinne noch nicht fand. Weil irgendeiner spawnt da immer drin. Boah, ich hab grad voll Angst. Ich hab irgendwie Angst, dass jetzt hinter uns da irgendwie über das Dach kommen, ja. Das wäre hart, aber das darf man doch hören, oder? Weil es ja Blech ist, das darf man ja voll Rotze hören. Ja, ich hoffe einfach mal, dass sie dann nicht durchgängig schleichen oder so.
Selbst wenn du schleichst, hörst du das. Mir nicht aufgefallen. Wenn du schleichst irgendwo auf Holz oder Blech oder so. Ja, ich reden jetzt drum und so. Man hört Monster, Glasdosen. Was das dann wahrnimmt. Schön wär's, wenn ihr einfach vor uns mal vorbeilaufen würden. Einfach dadurch dieses Tor durch? Ja, das ich Tor, das könnte... Ein Headshot fertig. Nee, das Tor wäre schon krass. Mir wäre es lieber, wenn es da hinten irgendwo wäre. Also wenn die hier so lang laufen würden und ich... Ja, also aber einmal... da kommt sie wieder weg. Ja gut, da müssen sie wegrennen, ja. Wenn sie da durchs Tor kommen und da jetzt eine Schrotflinte haben, wäre es natürlich blöd. Ja, gut, ich hätte Fächern, aber ich müsste... Gut, aber ich müsste erstmal die Waffe wechseln, also... Ja gut, aber die werden vielleicht auch erstmal überrascht und so, dass wir gleich da sind. Das stimmt, ja. Hinten ist wieder ein Monster... Oh, meinst du, die sind wieder... Ja gut, sind jetzt das... Ist jetzt der zweite Spieler reingegangen und das zweite... Oh, der eine ist ein Monster, ist losgerannt, glaube ich. Da war gerade ein Monster und das ist losgerannt. Da bewegt sich ein Tor. Das Tor hat sich geöffnet. Ich ziele hin. Wenn wir es sehen, sollen wir gleich schießen oder was machen wir? Ja, unbedingt. Vielleicht haben wir ja Glück. Und hinten sie, und da kriegen sie ja erstmal Panik. Oh Gott sei Das Tor hat sich geöffnet, aber ich habe keinen gesehen. Das ist das, was mich verwirrt. Also, die sind da hinten. Okay, ja. Gut, die eine also noch Spieler. Ein bisschen aufs aber, Tor rechts. Aber denk dran, dass noch ein zweites Team reingegangen ist, wahrscheinlich. Naja. Geht auch ein bisschen rumkämpfen, irgendwie. Wahrscheinlich kämpfen jetzt beide Teams irgendwie rum. Ist gerade holy moly. Dieses Tor hat sich gerade bewegt. Ja, aber die werden rein und woanders rausgehen. Also die werden nicht da nochmal rausgehen, oder? Dort, wo sie reingegangen sind. Ach, die sind reingegangen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur das Tor aufgehen sehen. Also bewegen sehen zumindest. Und dass ein Monster losgerannt ist. Ja, das Monster lebt ja anscheinend noch, oder? Ist ja zurückgekommen irgendwie. Ich bin mir gar nicht sicher, nee. Kann auch ein anderes Monster sein. Aber es hat sich da was bewegt. Sicher sind andere Spieler, weil kein Monster kann ein Tor öffnen. Doch, der Emulator, der haut's auf. Ja, der. Stimmt, so einen haben wir lange nicht mehr gesehen. Irgendwie. Stimmt eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen vorgehe. Also ein bisschen so. Ist halt gefährlich, ja, dass sie plötzlich da neben mir stehen, aber. Vielleicht dann mit Fächern vorgehen, kann. Ja, ich gehe nicht ganz vor. Ich will eigentlich nur mal hier vielleicht eine bessere Posi, weil da noch ein Tor ist. Wenn sie das öffnen, könnte ich direkt reinklatschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich habe halt Angst, dass jetzt welche, obwohl die, hatten die uns jetzt sehen, wenn die da kommen würden? Ich weiß nicht. Ja, wenn wir uns im Moment bewegen und sie es herschauen, dann wahrscheinlich schon. Ja, ich schaue jetzt einfach mal zu diesem Tor hin. Ja, ich auch, aber ich weiß auch nicht so direkt. Und du schaust da links ein bisschen. Nee, auf die Treppe, meinst du? Achso, auf die Treppe, ja. Aber da nehme ich mal Fächern, weil da wäre der sofort tot, die raus. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir uns jetzt verkämpfen sollten, nicht. Oder. Nee, ja, die Posi hier ist irgendwie. Ah, die sind hier auch. Wir müssen aufpassen, dass er da oben. Da, wo Glück sagt, mal. Oh! Fensterladen auf! Wo? Bin ich gerade präveniert? Hinter dir! Direkt über dir! Oder hat sich da gerade nur bewegt? Durch Wind und sowas. Oh, ich bin gerade. Aber das. Hey, das geht ja gar nicht. Das ist ein Fenster davor. Also, das ist nicht offen, ja, ja. Das Ding. Die kann man ja nicht. Ja, doch, die kann hat man. Sich gerade so bewegt. Ich bin mir echt nicht. Ja. Ich hab's gerade aufgegangen. Aber das ist ein Monster von Ende. Ich kann's auch gerade nicht sagen. Aber es bewegt sich die ganze Zeit ganz schön krass. Also. Ja, kann sein, dass ich gerade da einen Herzanfall bekomme. Boah, ich ja, irgendwie ist es ja wieder nicht zielführend. Nee, gar nicht, Alter. Aber die sind halt auch sauvorsichtig. Ich überlege gerade, ob wir nochmal rausgehen und vielleicht eine andere Pose anders reingehen. Weil hier ist irgendwie... Es ist nicht schlecht, weil hier hören wir es eigentlich, wenn sie kommen. Das einzige Problem ist diese Tor hier. Diese Tor, die so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Aber da hinten sind ganz safe Gegner. Gut, die könnten sich jetzt natürlich überall hin verschanzen. Also die könnten jetzt schon wieder... Über alle Berge sein, aber das Tor hat sich einfach mal geöffnet. Da kann ich nichts dagegen sagen. Und ich weiß ja noch, ob es jetzt zwei Teams hier gibt oder ob die einen rein und rausgegangen sind.
Ja, rein und raus, weil beim Rausgehen blinkt es nicht, ne? Aber wenn halt die Spieler so weit auseinander waren, irgendwie, so das Team und es pro Person zählt oder pro Team, das wäre mal interessant. Das weiß ich einfach nicht. Dieses. Ich würde sagen pro Person. Meinst du? Ah, da! Nein, ich hab deine. Doch, ich hab was getroffen! Aber ich war. Lol, das war kein Headshot, obwohl ich nur die Köpfe gesehen habe. Pass auf, ich höre irgendwas. Irgendein Viech oder so. Kannst du mal hingucken, ein bisschen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen gekillt habe. Weil eigentlich, ich habe geschossen, aber du hast recht, es war voll verzögert. Ich habe geschossen und erst dann kam diese Hitbox. Okay, es kommt kein Viech anscheinend. Ich habe dich getroffen. Ich habe was getroffen. Also, ich habe die Hitbox bekommen, aber das, was mich gerade irritiert, ich habe halt nur die Köpfe gesehen, habe eine Hitbox bekommen, aber kein Kill, glaube ich. Das irritiert gerade richtig hardcore. Ja gut, aber sie wissen es ungefähr, wo wir... Oder wo wissen sie das? Ja, die kommen aber nicht nochmal daher. Das wäre doof, wenn sie das machen würden. Ja. Obwohl! Oh, scheiß, wieder daneben geschossen. Die haben das Tor zugemacht. Sollen wir pushen? Hast du irgendwas Fechtern oder so? Nee, gar nicht. Ihr könnt mit meinem Bajonett reinstürmen. Oh, der hat den wiederbelebt. Der hat den wiederbelebt. Bist du hinter mir? Ja. Ja. Ich weiß halt nicht wegen dem anderen Team, da habe ich ein bisschen Angst. Du hast ihn also gekillt, sehr gut. Habe ich ihn gekillt? Ich bin mir nicht sicher. Sonst hätte er nicht wiederbelebt, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er ihn wiederbelebt hat. Da ich habe da gerade so einen Film und jetzt weiß ich nicht, ob das ein Kopf war oder ob das nur so ein Grafikfehler ist. Die sind da drin, eindeutig. Oh fuck, ich weiß gerade nicht, ob ich mit Martini Henry da jetzt rumlaufen soll oder mit meinem Revolver. Ich guck mal hinten, ob da Fenster sind oder sowas. Deck mir den Rücken. Nicht, dass sie da plötzlich aus den Toren raus pushen. Oh geil, da ist ein Tor, da kann ich reingucken. Soll ich dann vorne reinschießen und gehst hinten rein? Irgendwie? Warte kurz. Die sind hier, die sind rausgerannt. Da waren sie gerade. Im Wald. Wow, rechts! Was? Rechts? Wo rechts? Hä, da ist doch keiner. Ja, rechts neben mir. Hä, da ist doch keiner. Bist du sicher, dass es nicht von vorn kam? Vielleicht rechts. Ja, einer ist hier drin. Einer ist noch einer drin. Hilf mir. Komm rein. Du bist im Weg. Hab ihn. Jawohl. Nahkampf. Nice. Der hat mich auch versucht, einen Nahkampf zu machen. Oh Gott. Die haben eine Schrotflinte gehabt. Lol. Da hatten wir richtig mal. Ja, der hat wahrscheinlich nachladen müssen. Puh. Verbandstasche. Oh ja, danke schön. Ja, eine Verbandstasche wäre ganz nice eigentlich. Eine Verbandstasche, perfekt. Danke dir. Ja, heil. So, ich glaube, so aggressiv waren wir noch nie gegenüber anderen Spieler. Lol. Nee. Das ist echt, ne? Das ist echt ein... Richtige Rambo-Runde. Holy moly. Richtige Premiere hier, echt. Das ist übel. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir kämpfen sollen, oder? Weil ich weiß jetzt nicht... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in der Tat... Fächern haben müssen, aber noch nicht aufbauen. Einen habe ich erwischt mit Fächern. Oh. Ich heil mich schnell. Ja, mitten in der Pompe. Ja gut, die sind ja gerade erst rein, ne? Ja, jetzt sind wir in der blöden Brusie. Ja gut, blöde waren die eigentlich gar nicht. Nee, ja, also ich hab's
eigentlich war es ja schon doof, ne? Der eine hätte nur hier warten müssen, wegen der Tür und der andere hätte hier ein bisschen. Aber gut, dass die rausgerannt sind und zurückgelaufen sind, krass, scheiß. Und der eine hat nur eine Beute genommen. Ich wollte es nur gesagt haben, die eine liegt noch da. Wie letztes Mal. Ah, dass sie wieder so viele sind. Ich habe gehofft, dass sie mehr bei der Spinne sind. Ist der gerade zum Tor aufgegangen? Ich muss kurz die Ding nachladen. Boah, das dauert ewig, Alter. Holy moly. Ich lade immer noch nach. Immer noch. Ich hör's immer. Immer noch. Immer noch. Ja, ich bin fertig. Jo. Guck aber, wenigstens liegen die nebeneinander, ne? Also die haben wenigstens ein Zusammen. Die liegen beieinander. Sie sind zusammen gestorben. Ne? Yay. Hand in Hand. Oh, ich hatte dann richtig Glück, ne? Weil der eine wollte die ganze Zeit Nahkampf machen und ich habe die ganze Zeit versucht, auf mein Bajonett zu wechseln. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Standardmäßig heute. Ne, ich habe Fächern gemacht, habe ihn auch nicht getroffen. Mit doch Fächern, daneben geschossen. Fächern habe ich ihn getroffen. Ich weiß nicht, hast du zwei gekillt oder habe ich einen mit Fächern erwischt? Ich weiß es gerade nicht. Du hast einen mit Fächern erwischt. Also ich habe nur einen gekillt. Okay, ja. Gut, dann. Aber ist interessant. Also. Aber ich war richtig froh, dass du hinter mir warst, weil sonst wäre ich am Arsch gewesen. Glaube ich. Weiß nicht. Also einmal hat er mich, glaube ich, erwischt, weil ich Leben verloren hatte, aber ich bin dann wild rumgerannt und habe versucht, mein Bajonett auszuwählen. Hat nicht so gut funktioniert. Ja gut, also eigentlich könnten wir jetzt den schlechter machen, dann hochlaufen und die Spinne holen und das am besten jetzt nicht zu lange rauszögern, weil die Zeit dann wieder wegläuft. Ja gut, jetzt ist aber die Frage, ich habe keinen blassen Lust. Weil jetzt wussten wir ungefähr, wo die anderen Gegner sind. Ne? Also wir wussten ja, dass sie in diesem Häuslein sind. Aber jetzt sind ja welche reingekommen und ich habe keinen blassen Dunst, wo die sind. Aber wären die jetzt nicht reingekommen, hätte ich jetzt gleich zum Schlechter. Ich auch, ja. Muss ich auch ehrlich sagen. Aber da ich keinen blassen Dunst habe, wo die rein sind. Das ist jetzt, die könnten dort rein sind, wo wir reingegangen sind. Die könnten jetzt hinter uns sein, bei dem Wald, wo die anderen rausrennen wollten. Die könnten überall sein. Richtig doof gerade. Ich überlege gerade wieder so aggressiv, einfach rauszurennen, um mal zu gucken, wo die anderen sind. Kann halt richtig schief gehen, ne? Holy moly. Weil ich kann es auch nicht immer vertrauen, weil wir das jetzt schon öfter hatten, dass wenn das rote Ding da war, dass dann keine Gegner da waren. Gut, aber letztes Mal hat es funktioniert, jetzt hat es auch funktioniert, ne? Oder glaubst du eventuell, weil sie jetzt gestorben sind, dass nochmal so wie rausgegangen so wuff, ist? Zählt es als rausgehen? Macht es das Geräusch auch, wenn man rausgeht? Das wäre jetzt interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ob das auch ist? Ja, das müssen wir. Also ich ziehe jetzt gerade die Waggons ab, also da bewegt sich nichts. Heißt aber nichts. Soll ich mal hier die Tür aufmachen und draußen lupen? Aber es könnte halt genauso sein, dass wenn ich die Tür aufmache, dass die anderen das sehen und sofort wissen, wo wir sind. Ne? Wie bei den anderen, wie bei mir halt, dass ich wusste, dass die da sind. Also nicht das Tor, sondern die Tür. Aber ich darf mich nicht gerne langsam bewegen, weil ich habe Angst, dass ich dann langsam aufmache, langsam rausgucke und dann direkt einen Headshot kassiere. Das würde ich. Das wäre ja richtig doof. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt aggressiv spielen sollen, also Glück sagt, uns verraten sollen eigentlich. Also zum Beispiel ist ja, die Tante da oben gut abknallen. Was heißt aber, die anderen wissen ja auch, dass wir da sind. Die haben ja auch dieses rote Ding gehabt, ne? Die werden jetzt auch ewig lang, aber ich habe keinen Bock, heute rumzucampen, ehrlich irgendwie. Ich überlege gerade, ob ich mal schnell die Frau da wegknallen soll. Ich hab die Tür aufgemacht. Hab die Frau abgeknallt. Weil jetzt ist mir eigentlich ziemlich wurscht, ja. Da sind Mon. Oh, lol. Sorry, das war aus Versehen. Sorry, ich wollte nur einmal drücken. Ich wollte nur sagen, dass... Jetzt zum Beispiel, ist noch ein Team reingekommen oder sind die wieder rausgegangen? Meine Güte, ey, wenn man das halt jetzt wüsste. Was wir jetzt machen könnten, wir könnten hochlaufen und die Beute von der Spinne holen. Oder auf die Idee sind gerade auch andere gekommen, sind auch gerade rausgegangen. Ja.
Genau, und dann wieder runterrennen wäre halt die Möglichkeit gewesen. Oder halt, ach, ich weiß gar nicht. Das ist über die komplette Karte. Ja, das ist schon hart, ne? Soll ich die Musik anmachen? Dreist. Richtig dreist. Aber meistens stirbt. Also bis jetzt, jeder, der dreist zu uns war, der ist gestorben, ne? Wenn du überlegst. Warum lieber nicht dreist? Die haben wir alle. Ich weiß noch diese eine Runde, wo wir uns dann gegenseitig gekillt haben. Holy moly. Der ist so richtig... Oh. Boah, der war richtig gemein, war, ne? Ja, der war... Den hätte ich's gar nicht gegönnt und dann bist du hergekommen und tschupp. Ich weiß nicht, was hat der nochmal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, der hat uns irgendwie... Ach, keine Ahnung, er hat mich, glaube ich, gekillt und mich dann verarscht und dann auch durchs Mikrofon eigentlich mit dir geredet und dann... Stimmt, kommt ja, her, genau. Ja, stimmt. Mach euch fertig. Ah, ja, stimmt, der hat mit dem Mikrofon geredet, ne? So, ja. Your partner burn and so, ne? Du musst was machen und so, ja, stimmt, ja. Du musst was machen, weil sonst... Und dann habe ich beide gekillt, das war so schön. Aber ihr habt mich dann auch gekillt, gleichzeitig. Ich weiß nicht, diese Runde, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber schaut euch einfach alle Handrunden an und dann wisst ihr schon, was ich meine. Das ist mal ganz blöd. Eventuell gar nicht mal eine blöde Idee, ist einfach mal zur Spinne hochzulatschen, weil irgendwie hier rumcampen ist... Ja, ich lauf grad ein bisschen hin. Tja, ich bin ja draußen, schau mal, wo ich bin. Ja, ich war ja gerade. Ich laufe sogar die ganze Zeit absichtlich ein bisschen im Glas, um zu gucken, vielleicht, ob sich einer mal rauslugert. Ich habe Angst, weil wenn ich jetzt so gehe und Nahkampf mache, habe ich das Gefühl, dass es Probleme hat, die Runde. Also, ich entschuldige mich schon jetzt bei den Zuschauern, weil Discord heute ein bisschen rumspinnt anscheinend. Die kackt die ganze Zeit ein bisschen nach. Ich verstehe dich. Ich verstehe alles, was du sagst. Nur dieses diese Roboterstimme habe ich halt von dir. Weißt du, wie ich meine? Krass. Ich nehme hier einmal Muni, weil ich gerade kann. Ich weiß gerade nicht, ob wir kämpfen sollen, ehrlich. Bei mir ist gerade alles verzögert. Ich habe gerade echt keinen Bock, gegen andere Spieler zu kämpfen. Ja, aber das hat alles gerade so ungefähr eine Sekunde Verzögerung. Das Ding ist halt, was mich halt gerade ein bisschen stutzig macht, dass es wieder vorkam, dieses rote Ding. Und da habe ich halt ein bisschen, vielleicht, dass sie doch wieder rausgegangen sind, dass es doch ist, wenn sie rausgehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Hast du auch die gleiche Pistole wie ich? Glaub schon, ja. Die geile halt, hey. Ich habe jetzt Nahkampf gemacht, viel, ne, also. Mhm. Bist du gerade durch Glas gelaufen? Ja, bin ich. Gut. Ja, irgendwie. Ja, komm, was soll's, auch mal mit sterben. Ich mach auf. Gehst du rein? Okay, ja. Achte noch ein bisschen auf Gegner. Oh, wow. Kann man das wieder zumachen? Ja, geht wieder zu. Ist gut. Wow, wo ist denn der Fette hier? Bist du oben? Ah, hier. Hier ist unten. Ja. Hast du gerade geschossen? Läuft jetzt hinter dir her? Ich habe auch geschossen, ja. Achso. Lad halt noch schneller nach. Genau, komm mal her. Ballade ist da. Ja, durch die Flammen, das ist gerade. Komm mal mit uns. Lol, das ist bei mir so verzögert gerade. Ich hab geschossen auf einmal. Blop, 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 blop. Einmal noch, komm. Dann haben wir ihn gleich. Ja. Hab ihn. Perfekt, Alter, das ging jetzt richtig schnell. Holy moly. Ja, da. Metzger da. Nee. Das Fächern, das ist ja mir richtig stark gegen den, ne? Hallo. Das Fächern ist richtig stark gegen den. Ja. Boah, das ging echt flott, krass. Das ging richtig hart. So schnell ging's noch nie, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, nee. Jeder hat, glaube ich, dreimal gefächert und das war's. Gut, wir haben auch den extrem starken Revolver, ne? Ja, auch noch, ne? Da zusätzlich. Ja, das ist sau stark, Alter. Da kannst du ganz schnell den machen, ne? Also das ist so nebenbei mal schnell. Weil die anderen, die haben wahrscheinlich in der Zeit überlegt, oh, sollen wir jetzt mit angreifen? Die kämpfen gerade. Hä, der ist schon verbannt? Lol. Ja, voll krass, eigentlich. Okay, du hörst ja, was? Wenn die Holztüre neben dir aufgeht, hoffentlich. Welche Holztür? Bei mir ist hier
Einfach nur. Ach so, das weiß ich nicht. Da, ich bin ein bisschen geschützt. Ich kann draußen hinschauen und da bin ich hoch. Wenn sie hier hochrennen, dann kann ich einmal Fächern machen. Und dann bin ich wahrscheinlich durch den zweiten Mann tot. Gehe ich stark davon aus. Falls so, kommt Daten. Hallo, ich möchte wieder nach. Danke. Ich habe ein bisschen Angst hier, weil bei mir ist hier gerade rechts frei von mir, dass die mich irgendwie sehen, mein Kopf oder so, und dann einfach ein Headshot machen. Da habe ich so Angst vor gerade. Weil ich kann nicht rausgucken, aber ich gehe fast stark davon aus, dass die reingucken können. Das so standardmäßig. Gehst du? Ja, ich gehe, ich glaube, ich laufe die ganze ein bisschen hin und her, damit sie mir eben keinen leichten Headshot verpassen können. Und ich gucke ein bisschen raus. Also das war nur, oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade, dieser Schatten, dass dieser, dass das Gegner sind. Das ist richtig hart gerade. So, ich duck mich wieder. Weil jetzt ist natürlich diese. Es ist dieser bekackte Kopf von dem Schlechter im Weg. Und jetzt kann ich mich ja nicht gut positionieren, weil ich den ganzen Zeit. Scheiße, links. Ich glaube, die sind drin. Schalldämpfer. Nur eine Pistole mit Schalldämpfer. Oder? Ich habe gerade rausgeguckt, verdammte Axt. Hä? Wir haben die nicht gekillt? Doch von draußen, oder was? Mit Headshot? War das gerade ein Kopfschuss? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, krass. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich war sofort tot. Ah, von unten, okay. Unten. Das schaffst du, komm. Oder du schmeißt eine Feuerbombe hin und heilst mich, oder so. Ja. Ach, der war hier. Ach, wie dreckig. Oh, wie assi. Weißt du, wie viel Glück die wieder hatten, ne? Hier, ich halte dich. Jetzt sind wieder drin. Ah, ich bin schon wieder tot, durch die Wand. Was? Hä? Mit der gleichen Waffe. Schallgedämpfte Pistole. Das gibt's doch nicht. Er ist nur alleine. Das kann's doch nicht sein. Durch die Tür oder was? Durch die Wand anscheinend wieder. Sag mal, wie viel Pech habe ich denn? Ja, ja, doch dadurch. Hab ihn gekillt. Lol. Nice. Richtig nice. Kannst du dich heilen, weil sonst halt. Ja, ich kann mich. Ich schau nochmal. Ja, war nur einer. Lol. Alter, wie viel Glück der gerade hatte. Boah, ich habe zwei Dinger verloren. Scheiße. Jetzt müssen wir. Ach, scheiße, die Spinne können wir gar nicht mehr killen. Gut, habe ich jetzt. Hast du das gehabt? Ja, das war ich. Sorry. Ja, weil ich F gedrückt habe. Lol, wie viel Glück der hatte. Erst ist er da hinter der Wand, ne? Ja. Hier. Killt mich und dann tust du mich wieder, weil ich denke, ich laufe schnell hierher und er killt mich durch die Holzwand. Sag mal, what the fuck? Aber er war doch auch hier unten, oder? Er hat doch was hochgeworfen. Ja, ja. Wie ist er wieder? Alter. Lol, Alter. Holy moly. Ja, aber ich darf trotzdem Ding holen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich darf trotzdem versuchen. Ja, ja. Oh, da liegt er. Wo? Alter, dass du mit der Dynamitstange getroffen hast. Richtig nice. Das war unerwartet. Ich wollte ihn eigentlich nur ablenken. Aber wie viel lag. Ach so, da kann man rumrennen. Oh mein fucking Gott. Lol. Erst killt er mich richtig. Sag mal, wie viel Pech muss man eigentlich haben, dass er jetzt hier steht und mich so killt? Wie viel Pech? Ich habe alles abgeaimt und der kommt genau hierher. Oh, und ich habe nicht mal das Glas gehört, ne? Er hat wahrscheinlich geschlichen. Hat sich dann hochbewegt, ja, aber, und zack, zack, zack. Digga, oder er hat deinen Kopf halt gesehen und hat einfach durchgezogen. Aber dass der da genau durchgucken kann, dass er weiß, dass da man da durchgucken kann. Das musst du dir mal denken. Und dann darüber gehen und durch Zufall hier einfach durch die Tür schießen und mich erwischen. Nochmal, zweite Mal. Das ist auch wow. Sowas, ja. Wow, wie assi. Okay, auf zur Spinne, weil ich kann mir vorstellen, dass keine mehr da ist, weil sonst hätten sie sich doch schon die Spinne geholt, ja, oder? Warte, ich schau nochmal kurz. Oh, lol. Soll ich vielleicht jetzt vermeiden? Ja, also ich bin jetzt komplett aufgetaucht.
So, also das Ding ist halt, es ist auch sehr gefährlich, weil ich habe jetzt echt nur noch einen Balken und wenn ich den verliere durch irgendeinen Feuerteufel oder sonst was, das ist wirklich risikoreich. Vielleicht sollten wir doch einfach rausgehen. Alter, das ist nur die eine Spinne, komm. Ja. Einfach vorsichtig sein einfach. Wenn Hunde und so sind, lass mich einfach machen. Oder wir schießen und sowas. Stimmt, also schießen wäre vielleicht nicht schlecht. Guck einfach die vier Typis da. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich irgendjemand mal mit einer scheiß Dynamitstange gekillt habe, ey. Alter, deine Kills heute. Bajonett, Dynamitstange. Stimmt eigentlich. Heute geht's rund. Ich hör doch irgendeine Tante da. Ja, du kannst auch ab und zu vielleicht mal schauen, ob du irgendwas siehst. Nicht, dass wir da jetzt... Ich bezweifle es ganz stark, aber man weiß ja nicht. Wie ist es eigentlich, wenn wir mit einer Beute zu zweit rausgehen? Das ist ja dann wieder aufgeteilt, oder? Dann? Ich weiß es nicht. Das gilt doch dann wieder. Das haben wir doch schon mal gemacht. Dass einer es genommen hat, dann hat doch beide. Ich glaube nämlich auch, dass wir das schon mal hatten, ja. Diese Einfachextraktion, oder wie das war. Ja, ja. Dass das eigentlich schon gut gemacht ist. Nicht, dass da einer benachteiligt ist oder sowas. Das passt schon. Das wäre schon hart unfair, ne? Sowas. Ja. Also da muss ich den Spielern, den Entwicklern meine ich, jetzt echt großes Lob aussprechen. Auch, dass man sich die Kills teilt, also die Jäger-Kills. Natürlich, dass eine Statistik nicht angezeigt wird, ist klar, ne? Aber ich meine, die Punkte her, dass man sich die Punkte teilt als Team, ne? Ja, oder weil da hat man nicht so das Bedürfnis zum Kill-Stealen oder sowas. Ja, man genau. Spielern taktischer, wenn man sagt, ja, ist ja wurscht, wer den killt jetzt. Ja, genau, komm. Da ist man nicht so gierig, sag ich mal. Ja. Ich stell mir gerade vor, wie das wäre, wenn das so gierig wäre, wie oft man da verrecken würde, weil man sich streitet. Ah, den will ich und dann reinrennt und einfach nur stirbt, dann. Ja, genau. Nein, ich möchte einen Boss killen, hau ab und. Das wäre so hart. Da bin ich richtig. Du hast ja noch 5 Sichten. Ich hab 4, ich hab einmal gerade geguckt. Ich kann nochmal gucken, wenn du willst. Scheint nichts zu sein, jetzt habe ich noch 3. Ja, gut. Also. Aber ich denke mal nicht, dass da noch was ist. Der war wirklich der Letzte. Schade natürlich, dass er mich zweimal gekillt hat. Das war jetzt nervig. Ich hatte halt richtig Pech, ne? Also das war jetzt ultra... ja, das war also jetzt... der hat ja wirklich viel Glück gehabt, ne? Also holy moly. Aber jetzt weißt du, dass da eine Lücke ist. Ja gut, das weiß ich jetzt, ne? Aber wie letztes Mal, wo du auch durch diese Lücke erschossen wurdest und ich auch, weißt du es noch? Und jetzt wieder das durch so eine blöde... Ja, das passiert uns richtig häufig. Und aber, dass er auch gerade da geht, dass er genau durch diese Lücke wieder guckt. Ja. Ich guck so oft durch Lücken oder Spalte oder sonst was, da ist nie jemand, ne? Hier wurde ganz viel ausradiert, also hier ist gar nichts mehr, ne? Und ich hätte eher gedacht, dass er dann dort bleibt und meine Leiche abäbt, ne? Hätte ich auch gedacht. Weil er ist er dann runtergelaufen? Ja, hat eine Dynamitgestange und geworfen und dann ist er wieder hochgelaufen, aber auf die linke Seite. Hast du gerade? Na gut. Das war natürlich... Das ist ein Feuerteufel. Oh. Bleib du weg. Ich hab mal doch kurz mit Schlagring ausge... Okay, mit der Verzögerung ist es schwierig, irgendwas zu killen, was mehr Leben hat. Na, lieber mal zu viel schießen. Krass, aber war das vielleicht der Partner von dem, der jetzt die Spinne hat? Das wäre mal... Mega. Das wäre totaler Fail eigentlich, oder? Das wäre eigentlich schon traurig. Keine Ahnung warum, aber man weiß ja nie. Oh, hier liegt eine Leiche. Okay, anscheinend nicht. Ich plündere die mal. Ausgebrannt? Nee. Nee, sonst könnte ich ja nicht plündern. Diese Ecke wurde bereits geplündert. Ah! Ja, geil. Hey, aber warum? Wir können doch beide immer Jäger plündern, oder? Ach, der eine hat den wahrscheinlich gekillt, geplündert und ich habe das zweite Mal geplündert. Wahrscheinlich kann man jeden Jäger zweimal plündern. Hier ist nochmal Muni, falls du brauchst. Nee, wozu? Ach, da, Ausgang. Zum passt. Ausgang, nein. Nochmal Muni. Ja. War eine geile Runde. War eine absolut geile Runde eigentlich. Ja, absolut. Alter, gut, es war unnötig, dass er mich zweimal killt. Das war wirklich unnötig. Aber mein, das war kam halt auch leicht überraschend. Du lebst, läufst auf die andere Seite tot. Ich sag, das gibt doch nicht. Aber anscheinend hat er dich wirklich durch die Tür gesehen. Ja, der hat ihn, eigentlich. Also, ja, also das auch noch, ja. Also der hat da einfach. Aber mit einer schallgedämpften Pistole. Weißt du, wie schwach die ist? Vor allem One-Shot. Zweimal, halt... jedes Mal One-Shot mit einer schallgedämpften Pistole.
Das musst du dir mal überlegen, Alter. Hat er, aber vielleicht hat er Fächern gehabt mit der Schallgedämpft, keine Ahnung. Wo ist denn das scheiß Boot? Die bescheuert jetzt, oder was? Hier. Oh. Um deine Frage zu beantworten, ja. Ah, danke. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Bitte schön. Yeah! Zum Glück müssen wir ja keine Munition sammeln. Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt so bäb tot. So. Wow. Nice. War eine schöne Runde an. Nice. War unerwartet, dass das so eine gute Runde geworden ist. Also irgendwie schon, ja. Weil am Anfang waren wir so richtig Rambo-mäßig aber unterwegs. Aber die wir gekillt haben, das war ein mega Rambo. Ich bin einfach reingerannt, den einen mit Fächern erwischt. Ja, darum bin ich erstmal nicht in der Hecke. So, halt, warte auf mich. Ich hab doch, du schleichst ganz langsam rein und so. Ja, ich hatte halt Fächern, das habe ich halt als Vorteil gesehen. Ich dachte, wenn ich jetzt einfach Rambo-mäßig... Und ich habe sie draußen gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wieder reinrennen. Ich wollte sie ja eigentlich über den gleichen Weg, wie die raus sind, wollte ich sie verfolgen. Weil ich dachte, dass die denken, dass wir draußen sind. Und ich wollte halt durch die Tür plötzlich so aus dem Nichts kommen. Aber die sind beide hintereinander, sind sie reingerannt. Einen habe ich natürlich erwischt, da war mein Fächern leer. Und dann hat er die ganze Zeit Nahkampf gemacht und hat mich auch einmal erwischt. In dem Fall wäre eine Kettenpistole nützlich, glaube ich. Ja, weil die... Weil so schnell ist sie nicht. Ja. Da hast du recht. Einladung fehlgeschlagen. Paten ausgetreten. Warum? Ja, genau. Also da hat es rumgesponnen. Mhm. Aber solange wir die Punkte kriegen... Ja, also bis jetzt kriege ich noch alle Punkte. Ich bin noch in Missionsauswertung. Ja, wir kriegen richtig viele Punkte. Hä, 6 Blutigel getötet? Wann hast du das gemacht? Ja, manche abgestochen, dann durch die Laterne vielleicht noch erwischt. Ach ja, stimmt. Da bei dem komischen Alter. Turm da. Ja, stimmt. Ja, genau. An den hast du gekillt, ja. Geld gefunden. 5000. Oh, noch Jäger dazu. Drei? Hä? Ja, weil er wiederbelebt worden ist. Hast du noch erwischt vorhin? Krass, dann habe ich doch 2 Kills gemacht. Ja, du 2 Kills, ich 2 Kills. Cool. Alter, 6700 Punkte. Alter, da werden wir jetzt bestimmt 40. Ja, 40, vielleicht 35. Holy moly. 35, ich komm dran. Oh yeah. Hey, ich. No, lol, was? Nur 30? 30. Fast enttäuschend hier. Ey, Alter, meine Güte, ohne Witz, jetzt fehlt mir wieder hier, 25. Ey, komm. Oh nein. Dreierstapel? Dreier? Ah, das haben wir doch. Ach so, ja, stimmt, 3. Stimmt. Ja. Jetzt haben wir ja das Ding eigentlich, was wir uns immer... Wo ist denn das? Ja. Fortschritt. Nein. Oh, ich hab die Kettenpistole freigeschalten. Wuhu. Okay, Fortschritt. Genau, Dreierstapel 1, jawoll. Statistik. Brauchen nur noch Spießruten laut immer. Stimmt, ja, Dreierstapel 1. Hey, das war unser erster Dreierstapel? Krass, shit. KD, 30, ja, gut, 20. Aber Dreierstapel ist auch selten, also. Dass wir einen killen, 2 und dann nur noch einen. Wie sind jetzt keine KD? 1,6. Nee, 32 ich mein... zu 20. Ah, da hast du 2 Kills mehr wie ich. Ah, das war die letzte Runde. Ja, wo du 4 Kills gemacht hast, verdammt Axt. Ja. Da hast du mich aufgeholt mit den 4 Kills. Aber war eine schöne Runde. Wie viele Todesfälle hast du? 20. Genauso wie viele. Oh, perfekt. Aber ich habe 30 Kills, also 2 weniger wie du. Nein. Und wie viele unterstützte Tötungen? Moment. Unterstützte. 7. Oh, ich habe 6. Okay, da bist du eindeutig besser. Ja, ja. Coole Sache. Dann bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zugucken. Danke fürs Zuschauen und ja, dann sage ich bis zur nächsten Folge, oder? Genau. Okay. Tschüssi. Ciao.